geben aber schon manchmal ein bisschen komische Töne von sich hier allgemein in dem Spiel. Aber gut, machen wir erstmal weiter, Leute. Und gucken mal, was uns jetzt hier als nächstes erwartet. Johannesnacht, die schmutzige Arbeit des Mentors beenden. Leg mal los. Elise! Aveline! Ist Macondal noch am Leben? Er hält heute Nacht eine Zeremonie ab. Ehrwürdiger, ich bringe Vorräte von Roussillon. Dank. Dieser Macondal übt bösen Einfluss auf das Volk von Saint-Danger aus. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja, sein Schatten reicht weit über die Ufer des Pontchartrainsees. Er ist im Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst. Niemals. Ich gebe dir ein Gegengift, doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Vielen Dank. Heute Nacht geht es los. Ich kleide mich als Sklavin. Dann bin ich für Macondals Anhänger unsichtbar. Ich bin bereit, wenn du es bist. Johannes wird sich noch umschauen. Macondal. Macondal. Na egal. Ich werde den Namen wahrscheinlich immer falsch aussprechen. So, Sklavenkleider anlegen, um fortzufahren. So, lass mal wieder renovieren. Alles geht immer schön schnell. So. Und da hier. So, Sklavenkleider bitte. Hätten wir. Und jetzt zurück zu Elise. Also. So, da bin ich. Wie lange arbeitest du schon mit Roussillon? Jahre. Ist er dein... Naja... Oh Gott, nein, versteh das nicht falsch. Ich würde ein Auge für ihn geben. Aber der in meinem Bett nie. Und wäre der letzte Mann in Nouvelle France. Woher kennst du ihn? Tous... Roussillon rettete einst mein Leben vor langer Zeit. Ich dachte, ich schulde ihm was, also half ich ihm, sein Geschäft aufzubauen. Der alte Teufel zeigte mir ein paar Tricks und lernte mich an, wenn du verstehst. Natürlich mache ich die ganze Arbeit. Wenn du dein Wort hältst. Keine Sorge, Signor. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptiste. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treue Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Okay. So, Zeremonienstätte. Unentdeckt infiltrieren. Elise darf wahrscheinlich nicht sterben, wie es aussieht. Okay. Na gut, dann probieren wir das mal. Die schauen ja gerade nicht in unsere Richtung. Komme ich denn hier irgendwo hoch zufällig? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nee, okay, na gut, dann müssen wir hier lang gehen. Gehen wir mal hier lang. Ah, hier ist noch ein Baum. Das löst doch das Problem. So. Ah, da ist eine Wache. Erstmal rüber. Rüber. So, ich meine, die können wir doch mal schnell ruhig ausschalten. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ah, das sieht doch gut aus. So, da ist noch eine Wache gewesen. Ja. Ganz ruhig. Hätten wir auch. So, zwei Leute sind hier unten dann, wie es aussieht.
sehe die noch gerade irgendwie nicht. Ach, da ist einer. Und irgendwo müsste da noch einer sein. Da ist noch einer. Ich warte mal, bis der unten sich umgedreht hat und dann werde ich erstmal... Ah, das sind zwei. Kann ich beide gleichzeitig angreifen? Egal, ich ignoriere die einfach, würde ich sagen. Und sowieso nur in die eine Richtung. So, ich spring mal bitte runter. Und gleich werden wir uns um den hier noch kümmern. Dann komm mal her. Komm mal her. So, hätten wir auch. Alles Klärchenbärchen. Haben wir das sogar mal auf die leise Art und Weise hinbekommen. Freut mich. Dann sind wir da. Schön. Ich gehe hinten herum und sorge für Ablenkung. Warte darauf, bevor du loslegst. Oui, oui, mon Capitaine. Ja, das war ja super, super Manöver. Und die rennen natürlich alle hinterher. Ja. Trottel. So, den falschen Makondal töten. Oder wie auch immer. Wo ist nun hier hin? Jemand gut reagiert. Oh nein, das ist dieses böse Gift. Ah, dein Blaser. Eine schöne Waffe. Eine der besten, die ich je machte. Ich weiß noch, wie dieser Gatte es stahl. Aber er hat nicht den Mumm, sich mir zu stellen. Doch ich habe seine Gehilfin. Jetzt muss er aus seinem Versteck. Woher kennst du Agathe? Also ist er hier, wie ich vermutete. Agathe war einst mein Schüler. Wäre der nicht diese Diebin gewesen. Wer bist du wirklich? Der wahre Makondal starb auf dem Scheiterhaufen. Ach so, du kennst die Geschichte. Nun gut. François Makondal war mein Mentor und Assassine. Er versagte. Sie verrät uns und er stirbt. Ich werde diese Fehler nicht machen und sein Schicksal erfüllen. Das Gift versagt. So, das Gift ist schwächer geworden und wir können jetzt wieder kämpfen. Großartig, die ganze Zeit ist ja jedes Mal verschwommen, dieser Typ. So illusionsmäßig erstmal schnell, nur gewesen. Präzise. Meine türkischer Bruder ja, ja. Hat sie gut ausgebildet. Aber sie wird uns am Plan nicht stören. Bam. Ah, da kommen noch mehr irgendwo. Ich sehe sie noch gerade nicht. So, da sind sie. Au. Ganz ruhig. Ja, Hammer. Wir können das ja nochmal probieren hier mit, oh, wir kriegen es gerade nicht hin hier mit LT oder wie das war. Oder LB. Na egal, machen wir es einfach so hier. So, wo soll ich denn? Ah, das sind die Dicken hier, die sonst mal die Bomben geworfen haben im vierten Teil. Komm da. So, den auch gleich noch. So, hier müssen wir entwaffnen. Na komm, schlag mal zu. So. Ich mag das schon. Die geht gut ab, um hier die Kleine. So. Irgendwo lebt hier noch einer. Da. So, darf man auch an. So, sind wir es auch schon. Nice. So, jetzt kommt der Dicke. Dann kümmere ich mich selbst um dich. Die Zeremonie geht weiter. Du kannst sie nicht stoppen. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich deinen Mentor töten. Bla 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 bla. So, dann komm her, mein Guter. Au, der ist schnell. Ich versuche das mal mit den Waffen hier. Nee, das ist ausgewichen. Okay, damit Condon. Okay, Condon geht gut. Ach, das war ja einfach. Habe ich irgendwie mehr erwartet. Naja. Durch deine Hand verrat mich Agathe ein allerletztes Mal. Dein Medaillon. Ich kenne es gut. Das erste Mal, als Agathe mich verriet, war es für diese Frau. Die Diebin. Sie trug genau so eines. Wer war sie?
Sag mir ihren Namen! Sag mir ihren Namen! Hier ist etwas, das du nicht wissen solltest. Okay. Bürger E ist in der Nähe, mittels Adlerauge auf Spinner eliminieren. Ein fehlendes Puzzleteil. Wo kommt jetzt die Stimme her? Außer vom Animus, oder wie? So, hier ist er. Okay. Ich helfe dir, die Wahrheit zu entdecken. Okay. Okay. Ich hoffe, sie hören sich, als habe ich die Wahrheit wieder reingehackt, aber du musst sie dir verdienen. Bürger E kann überall sein, wenn du einen siehst, verfolge ihn, die Wahrheit kommt dann in einer erweiterten Szene ins Licht. Wenn ich Zeit habe, dann lasse ich dir vielleicht weitere Hinweise, suche danach. Erudito. Aha. Irgendwelche Hinweise von außerhalb. Ja, ein bisschen undurchsichtig für mich jetzt gerade. Der Adel von New Orleans wird am Gipfel enden und die Sklaven werden gerecht. Das Werk meines Mentors ist vollbracht. Und die Kontrolle über den Fluss fällt an die, die ihn zu nutzen wissen. Dann werde ich in den Templerorden eingeführt. Wie vereinbart. Wenn du dein Wort hältst. Keine Angst, Senior. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptist. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treuen Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. So, Bürger E hätten wir also auch gelöst, auch wenn ich da also überhaupt nicht laut raus geworden bin, aber gut. Können wir noch ein paar Steckbriefe hier gleich wegmachen, wenn wir dabei sind. So, einen hätten wir. Mal sehen, wie viel weggeht. Okay, ein Achtel. Na, dann machen wir gleich mal alle hier schnell weg. Hier ist noch einer. So. Müssen irgendwo einer sein. Also oben wahrscheinlich, hm? Schätze ich mal. Ja, da ist er doch, oder? Ja. Moment. Es ist aber, glaube ich, egal, welches Outfit ich anhabe, um das wegzumachen, die Zettel, glaube ich, ne? So, ich wechsle mal eben noch fix meine Klamotten. Na, stimmt, das ist ganz weg schon wieder. So, interagieren. Dann gucken wir mal, dass wir uns hier umziehen können hier. Dum, 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 dum. Ich würde wieder Assassine machen wollen. Ja, hätten wir. Gut, dann machen wir mal zum Ausrufezeichen. Aha. Aha. Hier ist ein Baum. Ich versuche jetzt mal wirklich den Baum zu nehmen. Was ist denn das da für ein Totenkopf? Guck mal, Karte eben. Legende. Totenkopf, Totenkopf. Bayou-Fieber. Okay. Wir können mal ganz kurz vorbeischauen. Würde mal interessieren, was das jetzt ist. So weit ist es ja nicht weg gerade. Ja, schwimmen. Wir hätten vielleicht das Kanu nehmen sollen. Aber ich finde, dass man mit dem Kanu gar nicht so viel schneller ist, von daher. Hier irgendwo. Da. Den Pilz finden. Aveline, ich hoffte, du kommst zurück. Was ist los mit diesen armen Seelen? Sie sind krank geworden. Sie halten es für einen Fluch. Doch nur eine Medizin aus einem sehr seltenen Pilz kann sie noch retten. Wie kann ich helfen? Dieser Pilz ist sehr schwer zu finden. Wie das Rätsel sagt,
Feucht oder gefährlich, tief oder hoch, wo niemand sich hinwagt, findest du ihn. In letzter Zeit fehlen mir Beweglichkeit und Mut. Ich verstehe. Ich werde ihn finden. Ich kenne einen Ort, an dem er wächst. Spute dich. Es mag mehr als einen Schnitt erfordern, um genug zu ernten. Den Pilz finden. Okay. Wir haben nicht viel Zeit dafür. Na dann. Aber ist er nicht weit weg, wie es aussieht. Und ihm fehlt die Beweglichkeit mittlerweile und der Mut. Ja, wird langsam ein bisschen alt. Der Gute. Scheint zumindest nicht mehr der Jüngste zu sein. So, hier lang. Hey. Jetzt kommen wir ja nicht durch. Musste hier hoch. Sehr gut. Da ist er doch schon. Ah nee, das sind nur Blubberblasen. Reagieren. Wie jetzt? Ach, das war doch schon ein Pilz, hä? Und das schafft er nicht alleine, die da aufzusammeln. Das sind 100 Meter. Nein! Oh, dammit! Ich hasse Krokodile, ich hasse Krokodile, ich hasse Krokodile. Weg hier. Hat er uns schon wieder? Ah, jetzt kann ich ihn killen, okay. B. Oh nein! Jetzt muss das Quicktime-Event ordentlich machen. Also B. B. Y. B. Ist auf jeden Fall anspruchsvoller als bei Rise, Son of Rome. Weil da war es ja egal, ob man falsch gedrückt hat oder nicht. So interagieren. So, da ist noch eine. Ach, hey. Ich hoffe, das sind nicht mehr allzu viele. Na los, komm. Müssen wir mal einen Zahn zulegen. Dum, 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 dum. Hier kommst du auch hoch. Sehr gut. So, B. Okay, und jetzt müssen wir zurück zu den guten Herren. 70 Meter, das dürfte man schaffen. Haben noch über eine Minute Zeit. Das sollte klar gehen. Wenn jetzt nicht noch ein, zwei scheiß Krokodile kommen, passt das auf jeden Fall. Ja. Nein! Los, komm, 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 komm. Ja. Warte mal. Und da hier. Aveline, gerade rechtzeitig. Bitte, hilf mir, ihnen die Medizin zu geben. Ich fürchte, wir benötigen etwas Kraft. Durch das Fieber sind sie nicht mehr bei Sinnen. Seid ihr sicher, dass es funktioniert? Normalerweise tue ich Zivilisten nichts. Ich bin sicher. Und sieh nur. Unter dem Einfluss des Fiebers verlieren sie den Verstand. Das ist der übelste Hammertanz. Okay, müssen sie ruhig halten. Es war aber lustig, wie die getanzt haben. Ruhig halten. Wie halte ich denn die ruhig? Werfen, Konterverletzung. Ich will den aber nicht wehtun, also. Aber das tut doch weh. Okay, das reicht aber anscheinend. Na gut, dann komm mal her. Weil wieso steigt da mein Bekanntheitsgrad? Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Ah, ja. Gut. Sie werden es dir danken. Später. Eines Tages. Bitte. Es gibt viele andere, die deine Hilfe brauchen. Wenn du noch mehr Pilze findest, werden sich viele bedürftige Patienten sehr freuen. Na gut, da noch mehr Pilze muss ich jetzt nicht sammeln. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Hauptstory. Also, los geht's. Thank you.